Moin Leute, was geht? Heute zeige ich euch den Sturmkönig-Verwüster bzw. die besten Perks für den Sturmkönig-Verwüster. Denn ich habe diese Waffe gezogen und ich habe so ein paar Videos darüber gesehen, dass diese Waffe echt heftig sein soll mit dem Edelstrahlwerfer, mit dieser Attacke. Und ich level die erstmal auf Level 130. Ich mache die auch auf Sonne, weil ich glaube, das ist, da macht sie mehr Schaden und Haltbarkeit interessiert mich jetzt nicht so. Deswegen, ich mache die auf 100 und dann werde ich die, glaube ich, auf kritischen Schaden machen. Denn ihr seht, der kritische Schaden liegt bei 75% und die Trefferchance schon bei 36%, also relativ hoch. Das heißt, ich werde diese Waffe auf Crit machen und ich glaube, die kann echt sehr stark werden und echt eine große Konkurrenz zu der Sturmkönig-Raserei sein. Und wir sehen hier bei dieser Waffe, wenn ein Gegner getroffen wird, erhält Sturmwelle eine Ladung, die eine durchschlagende Energiewelle verschießt. Die Energiewelle verursacht 245% des Waffenschadens, das ist übelst heftig, also die Superattacke. Kann bis zu 7 Mal gestapelt werden, das heißt 7 Gegner werden getroffen, das ist das Maximum. Danach geht es wieder von vorne los. Jeder Stapel erhöht die Breite der Welle, okay? Bei Wechseln der Waffe oder bei Verwendung von Sturmwelle werden alle Stapel entfernt. Das heißt, wenn wir die Waffe wechseln, verlieren wir das wieder. Das heißt, wenn wir einen Gegner treffen und die Superattacke machen, beziehungsweise L2 drücken, wenn ihr halt auf PlayStation spielt, auf Controller, dann schießen wir eine Energiewelle los, die ganz dünn ist, die nicht so breit ist. Und wenn wir 7 Gegner treffen oder halt 2, 3, dann wird sie immer breiter. Und das geht bis zu 7 Gegnern. Das heißt, wir verschießen so einen Edelstrahlwerfer und der ist am stärksten, wenn wir 7 Gegner treffen. So, jetzt mache ich das Ganze auf kritischen Schaden. Also mache ich die Waffe auf Doppelkrit, also 2-mal kritischer Schaden. Dann noch physisch, damit ich euch die kritischen Schadensanzahlen zeigen kann. Dann sind die immer so gelb. Also ich würde die auf physisch lassen. Und dann nehme ich noch Angriffsgeschwindigkeit und kritische Trefferchance. Und das Ganze werde ich jetzt auf Max leveln, beziehungsweise auf episch. Und ich weiß echt nicht, ob ich der Einzige bin, der diesen Bug hat, aber ich komme einfach nicht ganz unten ran, weil der Text ist so lange, ich kann einfach jetzt nicht runterscrollen. Also ich kann das hier alles leveln, aber das ist eher auf kritische Trefferwertung, aber ich kann das ganz unten nicht auswählen. Ich glaube, der Bug ist nur auf PlayStation, also man kann einfach nicht runterscrollen. So, und in-game stelle ich jetzt diese Waffe her, die habe ich auf 130 gemacht und alle Werte, die ich haben wollte. Später mache ich die noch auf Legendary, aber jetzt lasse ich die erstmal so, ich will die ja erstmal testen. Und ich versuche auch immer, die Waffen so ein bisschen zu vergleichen mit anderen Waffen. Also ich werde sie später vergleichen, vielleicht mit Sturmkönig Raserei, also die Sturmkönig Verwüster, weil man will ja immer so wissen, welche Waffe man benutzen sollte, die oder die. Und deswegen vergleiche ich die am Ende mal. Aber jetzt erstmal, was die Waffe kann. Okay, also wir sehen 63.000er Crit-Schaden. Ihr seht ja das bei den gelben Zahlen, da könnt ihr es erkennen. Übelst heftig, hier haben wir eine Sturmtruhe. Hier können wir es gleich gut testen, weil genauso wie die Sturmkönig-Raserei ist die Sturmkönig-Verwüster eine Waffe, mit der man sehr gut gegen Gegnermengen kämpfen kann. Also wenn viele Gegner auf einer Stelle sind, kann man einfach den Edelwerferstrahl benutzen und alle sind tot. Oder ihr benutzt halt die Sturmkönig-Raserei und dort ist es so, dass Meteoriten vom Himmel kommen und alle Gegner töten. Also ist beides für viele Gegner gedacht. Also wir sehen, der Strahl ist echt schon heftig. Der macht die kleinen Zombies One-Hit. 20.000er Hit, okay. War das gerade ein 100.000er Hit oder 10.000er Hit? 20.000er Hit. Also wir sehen, die kritischen Schadenszahlen gehen echt hoch und das mag ich sehr. Und was ich halt bei Schwertern mag, das ist halt eigentlich die Sturmkönig-Raserei und die Sturmkönig-Verwüster sind die einzigen Sturmkönig-Waffen, mythischen Sturmkönig-Waffen, bei denen man keine Batterien braucht, weil sie einfach keine Munition verschwenden. Das fühle ich auf jeden Fall. Vor allem die Sturmkönig-Raserei ist sehr wichtig beim Sturmkönig, um die Hörner dann zu zerstören. Aber wir sehen mit dem Edelstrahl, diese Waffe ist echt heftig. Gerade einen 100.000er Hit, glaube ich, gehabt. Okay, so ist es wie ein Boomerang so ein bisschen, wenn man nur einen Gegner trifft und das dann macht. Aber normal macht die so circa 3000 Schaden, 7000, manchmal 10.000. Aber die kritischen Treffer zählen auf jeden Fall. Da macht sie echt viel Schaden. So, ich suche jetzt ein Lager und teste das mal dort. So, hier habe ich ein Lager gefunden. Ihr seht wieder gute Hits, 21.000er Crit-Hits. Also die gelben Zahlen sind wirklich echt heftig, also die kritischen Schadenszahlen.
jetzt probiere ich es mal mit der Raserei, um es ein bisschen zu vergleichen. Hier ist es so, ihr habt Meteoriten und zerstört dadurch Flächen von Gegnern. Und hier habt ihr halt einen Strahl und zerstört damit Flächen von Gegnern. Ich weiß echt nicht, was stärker ist. Das Schwert ist auf jeden Fall stärker von der Geschwindigkeit, aber von der Superattacke, sage ich jetzt mal, wenn man L2 halt drückt, finde ich, glaube ich, Raserei besser. Also stimmt, könnte ich Raserei. Aber von den schnellen Angriffen eher den Sturmkönig Verwüster. Und beim Sturmkönig Verwüster ist es so, ihr könnt diesen Edelstrahlwerfer mit L2 halt nur schießen, indem ihr auf dem Boden steht und ihr könnt den auch nicht schräg schießen oder so, der geht wirklich immer gerade. Beim Edelwerfer kann man das ja so ein bisschen aussuchen, wenn man von oben schießt und so. Hier schießt man immer gerade, das heißt, man kann nicht nach unten zielen oder so. Aber trotzdem ist das ein sehr, sehr nice Schwert. Ich finde es übelst overpowered eigentlich, aber es ist halt eine Sturmkönigwaffe, die sind alle richtig gut. Außer vielleicht die Pistole oder das Sturmgewehr, das mögen viele nicht. Obwohl ich sagen muss, ich mag alle Sturmkönigwaffen. Was mir noch gefällt, ist natürlich die Optik von Raserei auch. Halt so die Faust und hier halt so das Horn. Bei der Sturmkönig Verwüster ist es halt das Horn, das mag ich von Design. Die Faust ist auch ganz nice. Auch der Sound unterscheidet sich sehr und beim Sturmkönig Verwüster mag ich den Sound ein bisschen mehr. Außerdem könnt ihr euch wie bei der Sturmkönig Raserei auch hier fortbewegen. Also ihr seht, ihr habt hier wie bei der Spektralklinge, wenn ihr in der Luft seid und L2 drückt, so eine Fortbewegungsattacke. Und bei Raserei ist es einfach, dass hier so nach vorne springt, sage ich mal. Und bei der Verwüster ist es halt so, dass ihr euch circa wie bei der Spektralklinge um 3 Kacheln nach vorne bewegt in der Luft. Also so circa 3 Böden weit. Also hat man ein relativ gutes Movement bei beiden Waffen. Also schreibt gerne zu den Crit-Zahlen eure Meinung in die Kommentare. Die gehen, es geht natürlich noch höher. Ich glaube, bei der Raserei hatte man etwas höhere Crit-Zahlen. Ich vergleiche gerne immer Waffen. So vor allem Sturmkönig-Waffen so ein bisschen miteinander, weil das sind ja beides Nahkampfattacken, beziehungsweise Waffen. Obwohl man halt sagen muss, die eine ist ein Schwert und das andere ist halt eine Keule. Deswegen kann man die auch nicht richtig vergleichen. Weil bei der Sturmkönig Verwüster ist es so, dass sie schneller schlägt als die Sturmkönig Raserei, also als die Faust. Und deswegen die Sturmkönig Raserei, also die Faust, die hat einen etwas größeren Schaden, aber dafür schlägt sie auch langsamer. Deswegen, ich würde sagen, die sind beide eher ausgeglichen so. Man kann die abwechselnd benutzen. Ich fühle diese Waffe auf jeden Fall, die werde ich auch jetzt öfter benutzen. Jetzt packe ich nochmal den Edelwerfer raus und ihr seht, der Schuss, wenn ich ihn jetzt abfeuere, auf der höchsten Stufe, also wenn er ganz aufgeladen ist. Und ihr seht, das ist halt genauso wie bei der Sturmkönig Verwüster. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Atrix. Wanna go, I can take you there.